So wird die Lampe geliefert. Sie ist in Folie verschweißt zum Schutz der LEDs und der Kristalle. Hier befindet sich die Halterung, welche an die Decke geschraubt wird. Mitgeliefert werden 4 Ersatzkristalle, wenn mal eins kaputt geht. Sehr schön. Ein Satz Befestigungsschrauben und Muttern für die Montage der Lampe. Fernbedienung, mit welcher man auch Gruppen schalten könnte, also mehrere Lampen in einem Raum. Und eine Kurzanleitung zum Aufbau der Lampe bzw. für die Betriebnahme der Lampe mit der Fernbedienung. Das ist die Fernbedienung. Batterien werden gleich mitgeliefert. Diese werden hier eingesetzt. Die Fernbedienung hat eine schöne Form, liegt gut in der Hand und die Lampe lässt sich damit gut bedienen. Für die Montage der Lampe an der Decke muss diese Halterung zuerst abgeschraubt werden. Dieses Haltekreuz wird an der Decke verschraubt. Die Schrauben kann man mit den mitgelieferten Muttern gut fixieren, so dass man, wenn man das Haltekreuz an der Decke hat, diesen Deckel leicht aufsetzen kann. Wenn man die Lampe anschließt, sollte man dieses Kabel am besten entfernen und die Anschlusskabel direkt an die Lüsterklemme mit Schutzleiter anschließen, denn das Gehäuse ist aus Metall. Deshalb ist der Anschluss eines Schutzleiters dringend geboten. Auch die Halteseile, welche zwar gummiert sind, sind ja aus Metall. Und deshalb denke ich, ist ein Schutzleiter dringend anzuschließen. Ist ja auch vorgesehen. Die Kristalle sind an den Seiten angesetzt und die Ober- und Unterseite ist verspiegelt, was einen besonders schönen Effekt ergibt. Hier sieht man die Halteseile für die beiden Leuchtenringe. Diese kann man einfach hineinschieben und die sind dann arretiert. Wenn man diese allerdings zu weit hereinschiebt, hat man ein kleines Problem, denn man muss dann auf der Gegenseite die Mutter lösen und die Feder herausziehen. Erst dann kann man dieses Seil wieder zurückziehen. Dies macht man hier. Herausziehen, Feder entfernen und schon kann man das Seil zurückschieben. Für das Pairing, also die Verbindung zwischen Fernbedienung und Lampe, muss man nur während des ersten Einschaltens diese Taste 3 Sekunden gedrückt halten. Ich werde es versuchen. Und schon ist das Pairing erfolgt. Die Fernbedienung und die Lampe sind verbunden. Man kann die Lampe hier oder über die Gruppe einschalten. Wenn man diese Taste länger gedrückt hält, kann man zwischen 3 Farbtemperaturen hin und her schalten. Bei maximaler Helligkeit. Über diese Tasten kann man die Helligkeit verändern. Und über diese beiden die Farbtemperatur. Ich denke, man sieht es deutlich. Wenn ich jetzt die Lampe ausschalte, habe ich beim nächsten Einschalten den gleichen Zustand. Wenn ich beim nächsten Einschalten allerdings länger drücke, habe ich wieder maximale Helligkeit und kann durch Weiterschalten zwischen den 3 Farbtemperaturen wechseln bzw. die Lampe neu einstellen in Helligkeit und Farbtemperatur. Wenn man beim Ausschalten noch einmal drauf drückt, hat man ein kleines Nachtlicht.
Das ist das Nachtlicht. Man muss nur die Aus-Taste gedrückt halten. Wir sind sehr zufrieden mit dieser Lampe. Die Lampe lässt sich leicht in Betrieb nehmen. Und die Bedienung ist nach einer kurzen Probierphase absolut kein Problem. Es lässt sich leicht die Helligkeit und auch die Farbtemperatur regeln. Der zuletzt eingestellte Wert bleibt auch nach dem Einschalten wie erhalten und es ist ein Nachtlicht eingebaut. Summa summarum eine schöne Lampe zu einem attraktiven Preis.